Ja, sorry, Mann. Jetzt mal unter uns. Denkst du, die Leute checken? Was lachen, Alter? Der guckt mir so an. Der muss selber grinsen. Weiß ich, was lachen muss, als ich gelaufen bin mit der Kamera. Der guckt mich so an. Mir fällt beim Lachen immer dieses hier da. Hässliche Knopf aus der Nase, ey. So, meine lieben Freunde, ich bin quasi jetzt mitten in der Vorbereitung für das epische Bartmann-Parodie-Video, was ihr ja schon gesehen habt. Und ich möchte euch eigentlich auch, weil so viel hinter den Kulissen passiert, um dieses Video möglich zu machen oder möglich gemacht zu haben, wie die ganze Vorbereitung abgelaufen ist, dass ich euch das einfach zeigen muss. Die erste Vorbereitung, ich wollte ja für das Video, wie ihr dann gesehen habt, so gut wie möglich wie der Bartmann aussehen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, so sehe ich normalerweise nicht aus. Das allererste, was ich mir gedacht habe, was gemacht werden muss, ist das hier. Ich habe mir Notizen gemacht und ja, meine künstlerische Ader ist deutlich zu erkennen. Das hier ist der Bartmann, beziehungsweise seine Silhouette, und ich habe mir überall Notizen gemacht, wo er welches Tattoo hat und welche Variation ich davon haben möchte. Das funktioniert natürlich nicht allein, deswegen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, nämlich offenkundig an Leipzig gerichtet, um genau zu sein, an die sagenumwobene Südvorstadt, und habe die bekannteste Künstlerin klargemacht. Nein, sie möchte auf jeden Fall nicht erkannt werden, das heißt, ihr habt euch zu früh gefreut. Auf jeden Fall werdet ihr die Kunstwerke gleich mit mir zusammen genießen und wir werden jetzt quasi fast in Realtime mich ein bisschen bemalen. Und weil es einfach immer Klicks bringt, hier eine Katze für euch. Essie, hey. Okay, alles klar. Wie kann man diese Katze hervorlocken? Game. Thrones Cat Intro. So, jetzt passt mal. Die kommt gleich vor. Ja, oder? So, da bist du. In der Umarmung dann. Ne? Ja, genau. Mit. Was ist denn der Julia hier? Tausend? Fast. Nein, fast. Kann Film verstört. Italienisch. Nein, YouTube. Ja. Stören wir? Jetzt ja. Nö. Ach, wir stören nicht, oder? Außer Sie wollen unbedingt auf Kamera sein. Nein. Natürlich. Natürlich wollen wir auf Kamera sein. Dann haben wir das bald auf YouTube. Und was haben wir da auf YouTube? Na, Ihr Gesicht. Wie du betrunken bist. Ich bin nicht betrunken. Also, der hat an seinem Hals hat ein ganz großes Tattoo. Das sind solche Flügel, das sind solche Engelsflügel. So, ich möchte stattdessen Chicken Wings. Yo, sorry, Mann. Jetzt mal unter uns. Denkst du, die Leute checken? Was lachen, Alter? Der guckt mir so an. Der muss selber grinsen. Weiß ich, was lachen musste, als ich gelaufen bin mit der Kamera. Der guckt mich so an. Mir fällt beim Lachen immer dieses hier da. Hässliche Knopf aus der Nase. Der hat hier in der Innenseite des Arms, hat der auf Arabisch irgendwas stehen. Wahrscheinlich Chantal oder sowas. Ich würde einfach Mama-Kind. Du machst mir einfach einen Schriftzug auf dem Arm hier. Innenseite. Bisschen geschrieben, ein bisschen kalligrafisch. Fuck. Ich denke, schon muss Kokain raus. Das aussieht, Alter. Wenn die Polizei mich schon disst, muss Kokain jetzt. Kommt gleich hier raus. Drogenkontrolle, Alter. Ich weiß, Mann. Spaß, ja. Digga. So, jetzt. Oh, Alter, ich hab's ein bisschen zu tief eingesteckt. Alter. Dann hat der ein Schiff auf dem Oberarm. Kriegen wir da so ein Schlauchboot hin mit Ruder? Yo, sorry, Mann. Wo bist du? Fuck, ey. Komm, ich kann. Dann hat er auf seiner Hand einen Tiger. Ich hätte gern Hello Kitty. Yo, sorry, Mann. Bist du sicher, dass die... Ich hab die Katze, wenn sowas abgeht. Oder ist sie? Bist du sicher, dass die Leute nach deiner Clickbait-Saturn-Story nicht checken, was abgeht? Was machst du da? Ich hab immer beschissene Chickens damals. Wenn du einen Mann triffst, würdest du dich eher für einen entscheiden mit Bart oder ohne Bart? Das ist
ist das denn für eine Scheißanmache? Oh, Alter! Oh, oh, oh. Der hat aber ordentlich gesessen! Oh, oh. Ja, man. Oh. Oh nein, oh nein! Oh. Guter Fehler, Alter, krasser Shit. War nicht schlecht, ne? Ich hätte einen Fehler gebraucht für diese Fehler. Scheiße, nein! Das Problem ist, dass wir es trotzdem nochmal machen müssen. So. Ich komme nicht drum herum. So. Nee, weil mein Part hat mir nicht so gefallen. Oh. Warte, warte, wollen wir das nicht nochmal üben, dass das. Nee, das war okay, die Stärke war okay. Bisschen doller wäre nicht so gut, aber. Okay, ich glaube. Jo, wir sind endlich fertig mit den Tattoos. Es hat kaum lange gedauert. Und man sieht hier. Bart, Frau, Hello Kitty, ein paar Blümchen, Nintendo-Blume, die ist eigentlich schon wieder cool, muss ich echt sagen. Sowas würde ich mir tatsächlich auch selber tätowieren. Das hier ist das absolute Highlight. Mama-Kind. Wow, das hat sie, eigentlich wollte ich nur einen Oberarm haben, aber sie hat es dann über den ganzen Arm gezogen, warum auch nicht. Und hier ist dann nochmal das Schlauchboot mit den Wellen. Und natürlich habe ich das Spinnnetz nicht vergessen, was er hatte. Ich habe eine Dartscheibe draus gemacht mit Dart Me. Das Allerbeste. Die checken wir jetzt am Hals. Boah, dieser. Ey, dieser beschissene Ring, ich krieg den nicht aus meiner Nase raus, Mann. Ist das schon ein bisschen weniger? Ja. Du musst von der Seite noch so ein bisschen. Lass uns einfach probieren. Ich dachte, ich weiß, ob sie mit drauf ist. Boah, wie hast du das da reingefunden? Vielleicht muss man weiter nach oben, weil da ist sie. Nicht wieder reinschieben, ne? Ja, da fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Soll ich dir mal die Perücke und das Septum zeigen? Ja? Ja, willkommen in meinem Bad. Ich stehe auf Gold und Blau. Septum dazu, ne? Septum ist doof, das kann ich nicht zurückschicken. Müsste ich jetzt ins Batman-Video 8 Euro investieren, ne? Unfassbar. So, und bevor ich nun darauf antworte, was Agri, aka der offizielle Batman, darauf geantwortet hat, muss ich mich einmal bei allen Beteiligten bedanken, die mit mir dieses Video zusammengeschnitten haben. Es war ein unfassbarer Spaß, man hat es ja auch gesehen. Und manchmal sollte man das Leben einfach nicht so ernst nehmen und YouTube schon gar nicht, an die Leute, die immer noch nicht verstanden haben, dass das eine Parodie ist. Aber ich möchte mich heute nicht an die Leute richten, die sowieso im Leben nichts peilen und da wird sich, glaube ich, auch nichts dran ändern. Sondern alle, die mich unterstützt haben, die stehen in der Beschreibung, genauso wie im letzten Video auch. Und eine Sache ist in den Outtakes nicht vorgekommen. Wir wurden nämlich tatsächlich beim Drehen vor der Kamera, wurden wir beklaut und haben das quasi auf Kamera. Und ich werde dieses Material hier jetzt reinstellen. In der Hoffnung, dass wir diese zwei Minusmenschen sehr bald finden, und ich sie einmal zur Rede stellen kann, warum das Arbeitslosengeld nicht ausreicht, dass man einen 6-Euro-Gegenstand von Primark vor unseren Augen klauen muss, in einer Straßenbahn, wo überall Kameras sind, beziehungsweise wo wir sogar noch mit der Kamera direkt vor eurer Schandnase stehen. Ihr habt ja gesehen, wir waren in der Straßenbahn unterwegs, in einer dieser traurigen Szenen zum Schluss. Und wir hatten, weil wir ja vorher bei Primark waren, was man ja auch im Video gesehen hat, einen BH gekauft, um die letzte Szene des Videos zu drehen. Denn selbstverständlich hat ein normaler Kerl, gut, bis vielleicht auf die Bartfrau, keinen BH zu Hause. Und genau aus dem Grund habe ich mir dort einen gekauft, den günstigsten, den ich gefunden habe. Das waren, glaube ich, nur 6 oder 8 Euro. Und als wir aus dem Primark raus sind und in die Straßenbahn rein und uns hinsetzten, um das Video zu drehen, haben wir diese Tasche, damit man die nicht sieht, natürlich hinter uns auf den Sitz gepackt. Ja, das ist ein bisschen leichtsinnig, aber dennoch waren wir in der Nähe und die Kamera war direkt auf mich, also sprich eigentlich auch auf die Tasche, die hinter uns ist, auch wenn man sie nicht direkt gesehen hat, gerichtet. Und dann steigen diese zwei Personen mit ihrem Kind, schätze ich mal, in die Bahn. Und wie man sieht, entdeckt dieses Kind die Tüte. Dann nimmt dieses Kind einfach diese Tüte hinter uns weg, ohne zu fragen, ob das vielleicht irgendjemandem gehören könnte. Aber die Erziehung dieses Kindes wundert mich sowieso nicht bei den Eltern. Und anstatt dass die was sagen, gucken die da rein, sehen, oh mein Gott, ein einzelner BH, der ist bestimmt 2 Euro wert von Primark. Den klaue ich jetzt. Und nehmen das Ding rotzfrech mit.
Jetzt werden sich einige fragen, warum ist uns das nicht aufgefallen? Natürlich waren wir mega konzentriert auf diesen Dreh. Ich war konzentriert, dass das alles irgendwie funktioniert. Er war natürlich an der Kamera. Also wir haben es einfach in diesem Moment nicht geschnallt. So, wie gesagt, sehr leichtsinnig. Aber sowas trotzdem zu machen, ist einfach nur, ey, das ist einfach nur ekelhaft, wirklich. Und da geht es mir nicht um die 6 Euro, sondern da geht es mir ums Prinzip. Und ich wollte schon immer mal solche super dreisten Menschen, weil die würden wahrscheinlich auch eine Oma beklauen, die einen 10-Euro-Schein hinter sich fallen lässt. Teilt das Video zu Tode. Ich möchte diese zwei Personen finden. Und ich möchte auch unbedingt wissen, ob dieser einzelne BH in Größe XS seiner Hühnerbrustfreundin auch wirklich gepasst hat. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des Videos, denn Agri aka der Bartmann hat sich tatsächlich bei mir gemeldet. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber er ist tatsächlich auf mich zugegangen. Er hat zugegeben, dass das ein absoluter Kindergarten von ihm war und dass er jetzt endlich Mann sein möchte, sich dafür zu entschuldigen, zu seinen Aussagen zu stehen. Und er bot sogar an, für uns, als Entschädigung für die Ungewissheit, die wir jetzt knapp ein halbes Jahr mit uns herumtragen mussten. Agri möchte, dass alle, die dieses Video sehen, selbst ein kleines Video drehen und den Bartmann einmal nachmachen, so wie ihr ihn nachmachen würdet. Ganz egal, auf welchen Insider ihr anspielt, ganz egal, welches Thema ihr nehmt, was beim Bartmann mal präsent war. Das kann auf seine Rubriken bezogen sein, das kann auf sein Aussehen bezogen sein, das kann auf seine Art, seine Eigenschaften bezogen sein, das kann sogar auf seine Äußerungen bezogen sein oder sogar sein Intro. Alles, was euch zum Bartmann einfällt, alles, was ihr denkt, was man parodieren kann, bestenfalls mindestens in HD-Auflösung und auch maximal in HD-Auflösung, weil ich keinen Bock habe, 2K oder 4K Videos zu schneiden, das dauert einfach zu lange. Und das schickt ihr mir, egal auf welchem Weg, und in so 1 bis 2 Wochen kommt ihr im Video vor mit eurem Vorschlag. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Agri aka der Bartmann möchte persönlich darauf reagieren und das wird dann im selben Video zu sehen sein, wo diese Zusammenschnitte aus euren Parodien sind. Also, Agri, ich muss echt sagen, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich danke dir auf jeden Fall für das Entgegenkommen und es endlich geschafft hast, mal über dich zu lachen und über deinen Schatten zu springen. Und dann bleibt mir und Agri nur noch übrig zu warten, was von euch so kommt. Bis bald, Leute.